Saniert ihr gerade euer altes Fachwerkhaus? Jetzt steht ihr vielleicht vor der Frage, mit was soll ich bloß das Fachwerk jetzt ausdämmen? Ihr habt schon mal von Lehmsteinen gehört und fragt euch, warum soll ich ausgerechnet jetzt Lehmsteine nehmen für mein Fachwerkhaus? Was habe ich überhaupt für Vorteile? Und wenn euch das interessiert und hier mehr darüber wissen wollt, warum Lehm das Holz konserviert, dann bleibt dran. Mein Name ist Bernd vom Naturbaustoffhaus, ich bin Bautechniker und Bauleiter und heute sprechen wir über Hygroskopie von Baustoffen, praktischer Feuchtegehalt und relative Luftfeuchtigkeit. Ihr habt ein Fachwerk, also ein leeres Fachwerk meine ich jetzt, und habt schon mal davon gehört, dass der Baustoff Lehm, Lehmsteine, das Holz konservieren sollen. Nun, dieses Thema möchte ich euch heute aus bautechnischer Sicht einmal ganz genau erklären. Zuerst Hygroskopie, ein Wort von den alten Griechen. Altgriechisch Hygroskopie bezeichnet die Eigenschaft von Stoffen, Wasser aus der Umgebung anzuziehen und zu binden. Genau das passiert beim Lehm, aber auch beim Holz. Wo passiert es nicht? Bei Kunststoffen. Ja, Kunststoffe nehmen kein Wasser auf und sind also nicht hygroskopisch, aber Holz und Lehm sind hygroskopisch. Das muss man wissen. Zweitens, die Gleichgewichtsfeuchte oder der praktische Feuchtegehalt. In einem Raum herrscht eine bestimmte relative Luftfeuchtigkeit und je höher diese Luftfeuchtigkeit in einem Raum ist, desto mehr Feuchtigkeit nimmt der hygroskopische Baustoff auf, also Lehm, Holz, auch noch andere hygroskopische Baustoffe. Jetzt muss man natürlich wissen, dass jeder Baustoff eine unterschiedliche Wasseraufnahme hat. Lehm hat eine spezifische Gleichgewichtsfeuchte von 5-6%. Holz hat eine spezifische Gleichgewichtsfeuchte von 8-12%. Kurze Anmerkung für die Holzfachleute unter euch. Ich bin von Fichte-Tanne ausgegangen, also dem typischen Bauholz. Es dreht sich hier ja um ein Fachwerkhaus. Also spezifische Gleichgewichtsfeuchte von Holz 8-12%. So, das ist bei jeder Holzart etwas unterschiedlich. Zusammengefasst, wenn Holz und Lehm im gleichen Raum liegen, dann nimmt Lehm immer weniger Wasser auf wie das Holz. Was hat das nun zur Folge? An unserer Fachwerkwand liegen ja die Lehmsteine. Die liegen ja direkt am Holz an. Und wenn der Lehm jetzt trockener ist als das Holz, dann wandern die Wasserstoffmoleküle immer dahin, ja, wo es trockener ist. Also wohin? Zum Lehm. So, ist das Holz jetzt trocken, weil der Lehm quasi immer die Feuchtigkeit rauszieht aus dem Holz oder immer trockener ist, dann gibt's natürlich auch keinen Schimmel, keine Fäulnis vom Holz. Die meisten Holzschädlinge haben übrigens auch keine Lust mehr, sich in trockenes Holz einzubohren. Das Fazit, ist das Holz trocken, ist es gesund. Das Fachwerk wird also so, man kann sagen, trocken gehalten. Und deshalb sagt man auch, Lehm konserviert das Holz und keine Chemie, sondern Lehm. Wenn ihr also ein Fachwerk habt, ein schönes, altes Holzfachwerk, dann beschäftigt sich jeder früher oder später mit dem Thema Lehm. Und ich hoffe, mit meiner Erklärung, Lehm konserviert Holz, euch das Thema aus bautechnischer Sicht dass ich euch das Thema ein wenig näher bringen konnte. Wenn dich das Thema Ökologie, Nachhaltigkeit und Bauen interessiert, dann abonniere doch unseren Kanal, verpasst keines mehr unserer neuen Videos und hier findet ihr ein Video wie Lehmputz kaufen, drei Möglichkeiten mit Lehm zu bauen und hier unten findet ihr noch ein Video von uns über Lehm, Hanf, natürliches Bauen. Schaut doch einmal einfach rein, euer Bernd vom Naturbaustoffhaus.